Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat Magister Dr. Michael Schilchecker. Herr Bundesrat, bitte um Ihre Wortmeldung. Und nach der Berichterstattung hat Michael Schilchecker von der FPÖ Oberösterreich als Erster das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich darf den Antrag kurz begründen. Geschützte wildlebende Tierarten wie der Luchs, der Kaiseradler, viele andere werden häufig aus verschiedensten Motiven heraus illegal bejagt und getötet, sei es, weil die Täter eine illegale Jagdtrophäe anstreben oder aus anderen Gründen. Für die praktische Effektivität des bestehenden Naturschutzrechts in den Ländern sind derartige illegale Tötungen jedenfalls kein theoretisches, sondern ein reales Problem. Man hat da auch immer wieder verschiedene Fallzahlen, es gab auch immer wieder verschiedene Medienberichte hier in den letzten Jahren. Es gibt einen strafrechtlichen Schutz, der im StGB verankert ist, der jedoch nicht ausreicht, da sich in allen Fällen, wo man den Täter habhaft werden kann, die Sanktionswirkung entweder auf eine diversionelle Erledigung beschränkt oder mit einer ganz geringen Geldstrafe das Verfahren endet. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die illegale Tötung eines Luchses endete im Jahr 2020 einmal mit einer Geldstrafe von 1.920 Euro. Jetzt muss man das gegenüberstellen. Alleine die Aussetzung des wildlebenden Tiers, des Luchses im Nationalpark, war mit Kosten von ca. 12.000 Euro verbunden. Demgegenüber steht dann eine sehr geringe Sanktion des Täters mit 1.920. Wo ist denn der besondere strafrechtliche Schutz gegen die vorsätzliche Tötung von wildlebenden Tierarten, der über die mutwillige Tötung eines sonstigen Tiers hinausgehen würde? Ich gebe Ihnen gerne die Antwort. Es gibt ihn nicht, da er momentan mit dem allgemeinen Maß gemessen wird. Das meine ich wörtlich, wenn man nachliest, § 181f StGB auf der einen Seite und § 222 Absatz 3 StGB auf der anderen Seite, der mutwillige Tötungen von Tieren behandelt. Dasselbe geringe Strafmaß, dieselben geringen Strafzumessungsregeln, die dazu führen, dass geschützte wildlebende Tierarten heute nicht effektiv geschützt sind. Daher haben wir diesen Antrag eingebracht. Stimmen wir heute also für eine gezielte Anhebung des gesetzlichen Strafrahmens im Artenschutz auf ein effektives Niveau, wie es in unseren Nachbarländern, auch Deutschland, Schweiz und andere, längst üblich ist. Aber es geht nicht nur um wildlebende Tierarten, es geht um einen verbesserten strafrechtlichen Schutz allgemein. Erinnern Sie sich bitte zurück an die schockierenden Vorfälle, vor allem des vergangenen Jahres. Enten wurden bei lebendigem Leib verstümmelt, indem ihnen die Beine abgeschnitten wurden. Unbekannte Täter haben mehreren Hauskatzen in Oberösterreich und der Steiermark bei lebendigem Leib die Haut abgezogen. Und meine Damen und Herren, ich würde Ihnen gerne glauben, wenn man sagt, das war ein statistischer Einzeltäter oder ein Ausnahmephänomen. Das war aber gerade nicht der Fall. Das wissen wir auch aus den Statistiken, aus den Medienberichten. Derartige Taten greifen immer mehr um sich und schockieren das ganze Land. Heute haben Sie es vielleicht gelesen, ganz aktuell, die bestialische Schlachtung zweier Schafe in einem Wiener Streichelzoo. Meine Damen und Herren, diese abscheulichen Verbrechen haben eines gemeinsam. Das ist keine gewöhnliche Tierquälerei mehr. Das ist Tierfolter. Und das ist ein neues Phänomen, mit dem auch die Ermittlungsbehörden nicht mehr alleine zurechtkommen und mit dem sie auch nicht alleine gelassen werden dürfen. Das ist eine neue Tatsache, dem sich auch die Gesetzgebung stellen muss. Und ich möchte Ihnen hierzu eine rhetorische Frage stellen. Auch wenn Sie vielleicht nicht ein besonderes Herz für Tiere haben, gibt Ihnen diese Frage vielleicht zu denken. Ist ein Faustschlag ins Gesicht, der zu einer Prellung und einem blauen Auge führt, dasselbe wie ein Säureattentat ins Gesicht, das mit einer dauerhaften Verstümmelung und Verunstaltung einhergeht? Liegt darin ein ähnlicher Unwert? Faustschlag auf der einen Seite, Säureattentat auf der anderen. Es ist natürlich nicht dasselbe und deshalb sind auch aus gutem Grund die vorsätzlichen Körperverletzungsdelikte, wie wir sie im Strafgesetzbuch verankert haben, nach solchen Fallgruppen ausdifferenziert. Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen, absichtliche Körperverletzungen sind ganz selbstverständlich mit deutlich strengeren Strafrahmen sanktioniert als gewöhnliche Körperverletzungen. Und im Tierschutz gibt es diese Differenzierung heute nicht. Die gibt es nicht. Quälereien, und das sagt ja schon der Begriff, da meine ich Vernachlässigungen, Haltungsfehlern von Haustieren oder dergleichen, die sicher auch strafwürdig sind.
Aber die müssen derzeit von den Strafverfolgungsbehörden und den Strafgerichten nach denselben milden Strafzumessungsregeln beurteilt werden wie die genannten Fälle von schwerer Tierfolter, also sadistische Verstümmelungen unserer tierischen Mitgeschöpfe, was ja auch auf eine sehr hohe Gewaltbereitschaft und geradezu psychopathische Charaktereigenschaften des Täters hinweist. Und in dieser fehlenden strafrechtlichen Differenzierung dieser beiden Deliktsgruppen im Tierschutz liegt aus unserer Sicht auch der Kern dieses Problems. Deshalb haben wir bereits am 8. Oktober letzten Jahres einen Entschließungsantrag eingebracht, hier auch im Bundesrat, und darin vorgeschlagen, eine solche Deliktsqualifikation für genau diese Fälle schwerer absichtlicher Tierquälerei und Tierfolter einzuführen. Und dafür gibt es mehrere gute Gründe für diese Deliktsqualifikation mit höherem Strafrahmen, und ich zähle davon jetzt im Folgenden nur einige auf. Wir heben dadurch das Sanktionsniveau für solche Fälle auf ein angemessenes Maß, wie es in unseren Nachbarländern Deutschland, Schweiz und andere bereits üblich ist. Also dasselbe Argument wie auch im Artenschutzantrag. Wir schärfen auch das Strafgesetzbuch gezielt dort nach, wo es unbedingt notwendig und dem Unwert der Tat angemessen ist. Wir erhöhen auch die Ermittlungspriorität und das Ermittlungspotenzial unserer Strafverfolgungsbehörden, die Täter auszuforschen und zur Rechenschaft zu ziehen. Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wir zugleich auch das Problem der verfassungsrechtlichen Doppelbestrafungsproblematik lösen, dass es nämlich den Behörden nach neuerer Rechtsprechung des EGMR und des Verwaltungsgerichtshofes verbietet, derartige schwere Straftaten, die dann als Tierquälerei verharmlosend gesprochen zu ahnden sind, zusätzlich dann noch einmal nach verwaltungsrechtlichen Bestimmungen zu ahnden, also zum Beispiel nach tierschutzrechtlichen Bestimmungen im Verwaltungsrecht oder nach naturschutzrechtlichen Bestimmungen. Wir verbessern auch die Kriminalstatistik, und zwar in formaler Hinsicht, nämlich damit man erstmals minderschwere Fälle der Tierquälerei von schwerer Tierfolter transparent voneinander unterscheiden kann. Damit kann man auch die Sanktionswirksamkeit gezielt evaluieren und erforderlichenfalls auch weitere Schritte setzen. Wir geben damit unseren Staatsanwälten und Strafgerichten auch die Möglichkeit, effektive Sanktionen im Einzelfall zu fordern und zu verhängen, darunter beispielsweise auch Bewährungsauflagen, die vor allem auch einer Prüfung durch die Rechtsmittelinstanz, in der Rechtsmittelinstanz standhalten. Es gibt ja allgemeine Strafzumessungsregeln, an die muss man sich halten, ob man als Richter will oder nicht. Und wenn man das nicht tut, naja, dann wird man von der Berufungsinstanz eines Besseren belehrt. Die einzige Antwort darauf kann nur lauten, man erhöht hier gezielt die Strafrahmen. Und zuletzt noch als Grund habe ich mir notiert, dass wir natürlich damit auch die spezial- und generalpräventive Wirkung verbessern und ein klares Zeichen setzen, dass es für psychopathische Neigungen, die sich tatsächlich, nämlich wirklich tatsächlich, in sadistischen Gewalttaten gegen wehrlose Tiere und unsere Mitgeschöpfe ausdrücken, keine wie immer geartete Toleranz geben kann. Meine Damen und Herren, Tiere sind wehrlos, sie können sich nicht ins Parlament wählen lassen und ihre Anliegen auch nicht für sich selbst artikulieren. Sie haben auch nichts von einfachen Worten des Entsetzens oder des Bedauerns. Wie gesagt, sind strengere Strafen faktisch den einzelnen Richtern, die derzeit dafür zuständig sind, nicht möglich, weil sie die bestehenden Strafzumessungsregeln zu beachten haben. Ihnen sind also die Hände gebunden. Die Lösung haben wir hier erarbeitet mit Experten auch aus dem Justizbereich, mit Staatsanwälten, Richtern. Die klare Empfehlung ist in unserem Antrag verankert. Man muss hier gezielt eine Deliktsqualifikation schaffen, den Strafrahmen erhöhen. Genau das sehen unsere heutigen Anträge vor. Beide Anträge, Artenschutz und Tierfolter, beide Anträge wurden vergangenes Jahr auch im Oberösterreichischen Landtag von allen dort vertretenen Fraktionen unterstützt, also auch von ÖVP, SPÖ und den Grünen. Ich bitte Sie daher, heute um ein klares Zeichen des Bundesrates, dass uns diese abscheulichen Taten sadistischer Täter gegen unsere tierischen Mitgeschöpfe nicht kalt lassen und nicht egal sein können. Der Antrag zu den geschützten wildlebenden Tierarten ist ja bereits Gegenstand der Beschlussfassung aus aktuellem Anlass. Ich denke da eben an diese Schlachtungen der Schafe im Wiener Streichelzoo. Stelle ich auch nochmal unseren überarbeiteten Entschließungsantrag betreffend abschreckende Sanktionen in schweren Fällen absichtlicher Tierquälerei und Tierfolter. Die zuständige Bundesministerin für Justiz wird ersucht, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten mit der Zielsetzung, den strafgesetzlichen Schutz für schwere Fälle von absichtlicher Tierquälerei und Tierfolter, hier verstanden als vorsätzliche Verstümmelung,
eines Tieres oder die absichtliche Herbeiführung von sonstigen schwerwiegenden und qualvollen Verletzungen eines Tieres durch Einführung einer neuen Deliktsqualifikation zum bestehenden Grunddelikt der Tierquälerei zu erhöhen, wobei in Relation zu den bestehenden Strafrahmen für Körperverletzungsdelikte und unter Beibehaltung der aktuellen bestehenden Regelungen für Strafzumessungen und andere eine Obergrenze von zumindest 3 Jahren Freiheitsstrafe und eine Untergrenze von zumindest 6 Monaten Freiheitsstrafe dem hohen Unwert derartiger Taten angemessen erscheint. So, Michael Schilchegger von der FPÖ aus Oberösterreich. Der Luchs oder der Kaiseradler würden aus verschiedenen Motiven illegal bejagt und getötet werden. Es gäbe zwar strafrechtlichen Schutz im Strafgesetzbuch, aber dieser reiche nicht aus. Man müsse daher angemessen nachschärfen und den Strafrahmen gezielt erhöhen und somit ein klares Zeichen setzen, dass es für sadistische Gewalttaten an wehrlosen Tieren keine Toleranz geben dürfe in Österreich.